Okay, es geht weiter. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Lass uns den Bürgermeister besuchen. Vielleicht weiß er etwas über den Kristallstein. Fred, kannst du mich hören? Ich glaube, jeden Tag wird man auch schlechter. Ey, Schokolade, ist alles okay bei dir? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Brauchst du nicht. Uns geht's gut. Wir sind auf dem Weg zum Haus des Bürgermeisters. Fertig? Oh, ich kann da rein. Wir wollten doch zum Haus des Bürgermeisters, oder? Das ist der falsche Weg. Ja, halt die Fresse. Ich bin mal. Lass mal kurz angucken. Und willkommen zu einem neuen Part von Solar Dorobo. Ah ja. Soll ich das jetzt kurz jetzt erwähnen? Ach, scheiß drauf. Ja, es kamen viele Fragen über bestimmte Ereignisse. Keine Kurversäger in Sicht. Los, gehen wir zum Haus des Bürgermeisters. Wieso? Ich wollte noch ein bisschen erkunden. Haus des Bürgermeisters. Shetland. Bombe. Diese verflixten Covers geben einfach nicht auf. Oh, mein armer Junge, Luis. Entschuldigung, wir haben uns selbst reingelassen. Ich habe euch doch gesagt, der Kristallstein ist in den Minen. Das ist alles, was ich weiß. Bitte beruhigen Sie sich doch. Wir gehören nicht zu den Covers. Genau genommen warten wir. Was für Fliege ist hier? Fliege greift mich an. Fliege ist weg. Viel Ärger. Genau genommen hatten wir viel Ärger, weil sie den Kurs die Minennutzung erlaubt haben. Oh, tut mir leid, das zu hören. Verzeiht mir bitte. Sie haben mir einen Sohn weggenommen. Mir blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Sie haben ihren Sohn entführt? Wenn ich ihnen den Kristallstein nicht innerhalb von 3 Tagen gebe, schwebt er in Gefahr. Oh Mann. Ah, ich hab's. Ich war bei meinem Schweif, dass wir ihren Sohn zurückbringen. Wirklich? Was geht da hinten ab bei denen? Luis mag ein Narr sein, aber er ist immer noch mein Sohn. Bitte hilft ihm. Wie sah der wieder aus? Ich glaube, das war so ein Vollidiot gewesen, so eine von der Fresse her. Jetzt kamen wir gar nicht mehr dazu, den Kristallstein anzusprechen. Tut mir leid. Das macht nichts. Wenn niemand in Not ist, muss man auch helfen. Und wenn du erstmal entschieden hast, was zu tun hast, dann ziehst du es auch durch. Ich glaube, ich fange dich an zu verstehen, Red. Oh, sollte das ein Kompliment sein? Tja, das musst du selbst entscheiden. Los, bereiten wir uns auf die Jagd, auf die große Rettungsaktion. Wie kommen wir auf die Jagd? Ich bin vor der Jäger hier. Level 7, 9517 Ringe. Seht ihr? Hat der Herr gesagt? Lady Opera, nehmt meine aufrichtige Entschuldigung an. Ich bin in Schande zurückgekehrt. Diese Welpe und seine Freunde fangen allmählich an, mich zu nerven. Hey Mann, die schnapp ich mir. Jetzt bin ich mal dran. Ihr Süßen, lasst sie doch. Höchste Priorität ist immer noch, den Kristallstein zu finden. Och, Menno, das finde ich echt uncool. Wir haben noch einen Trumpf, den Sohn des Bürgermeisters, diesen Vollidioten. Ich bin mir sicher, dass am Ende alles wie im Schnürchen klappen wird. Hihihi. Ich hoffe, bald kommt diese Welt da, die ich die ganze Zeit sehen will. Ein Kapitelende oder was? Fortsetzung folgt. Speichern. Und es geht weiter. Mit den nächsten Kapiteln würde ich mal sagen, wie ist nochmal das Schiff, auf dem Luis gefangen ist? War es die Royal Envy? Ja, es ist das gleiche wie Leute Chef, das uns auf den Darfon-Inseln angriff. Wie soll nur an das Schiff rankommen? Sie wissen, wie die am Asmodeus aussieht. Dann erlaubt mir, dass euch eines der Shetland-Bohrschiffe leihe. Ich werde den Kurs erzählen, es hätte den Kristallstein an Bord. Vielleicht könnt ihr euch so in der Royal Envy annähern, ohne Verdacht zu erregen. Gute Idee, ich bin dafür und meine Stimme ist die einzige, die zählt. Dann bereite ich mich auch auf den Aufbruch vor. Nein, für mich ist es einfacher, wenn ich alleine gehe. Bleib ruhig hier. Warte, was ist, falls dir und den Amulett auf das zustößt? Bürgermeister, von mir aus kann's losgehen, sobald das Bohrschiff startklar ist. Ich werde alles sofort in die Wege leiten. Red bitte. Wie dumm mein Sohn auch sein mag, bitte bring ihn gesund und munter wieder zurück. Keine Sorge, ich gehe rein und bin wieder draußen, bevor die Kurvas wissen, los ist. Pass gut auf dich auch, Red. Hallo, darf ich mal irgendwas untersuchen? Riesenschiff, bin ich schon drin? Ich wusste das, das war so ein Vollidiot von der Fresse her. Und was habe ich gesagt? Sie sagten, ich sollte in diesem Zimmer warten. Pa, ist doch viel zu langweilig. Ich bin ein Überflieger auf dem Weg, ein mega ultra cooler Jäger zu werden.
Mir fällt irgendwie dazu einfach nichts ein. Mein Alter weiß gar nicht, was in ihnen steckt und welche Talente in mir stecken. Ich werde schon zeigen, was ich von ihr cooler Jäger bin. Was wohl meine erste Mission ist, die Tür zuzumachen, aber richtig? Nein. Ach, ich weiß, ich frage einfach die nette Dame, ob sie hier drin ist. Hehe. Ey, ich schlaf alles. Die kann nicht mal richtig die Tür zumachen, wegen diesem Luis. Ja, gnädige Frau. Hey, perfektes Timing, sie reden gerade über mich. Ich glaube, die wollen irgendwas mit dir machen, anstatt dir irgendwas... Egal. Balsal Roy Envy. Oh. Der Tag, an dem das Girl, die gegen den Kristallstein getauscht werden soll, rückt näher und... Immer noch keine Antwort? Dem Bürgermeister scheint nicht viel an seinem Sohn zu liegen. Dann ist er als Geisel nicht zu gebrochen. Was sollen wir mit ihm tot machen? Töte ihn. Geisel? Wer? Etwa ich? Wenn keine Antwort kommt, werden wir ihn eben wirklich auf die gefährliche Mission schicken. Ah, auf keinen Fall. Niemals. Ich muss hier weg. Ich freue mich schon auf sein angsterfülltes Gesicht, wenn ich ihm das mitteile. Hm? Wer ist da? Hast du alles mitgekriegt? Ja, holt diesen Bengel sofort wieder zurück. Jawohl, gnädige Frau. Ah, Glück muss auch ein Vollidiot haben. Ich will die Asmodee. Ach, nee, Cecile. Neue Queste. Gehen. Ich will mal ein bisschen hier untersuchen, bevor ich irgendwie mal was anderes hier mache. Ach komm. Diese behinderte Regel von denen. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen erkunden. Warum ist das so langsam? Ja, ich springe eine Runde. Okay, wir gehen erstmal dahin. Da war ja noch ein Haus, das wir untersuchen könnten. Das hier. Ich will ja alles mitnehmen. Ich glaube, an diesem Haus war ich noch nie bisher drin. Also, als ich das normal durchgezockt habe, war ich noch nie hier drin. Ich kann mich nicht an das hier erinnern. Ja, ist schön. Okay, dann haben wir das auch erledigt. In die Mine sollten müssen wir sowieso nicht mehr. Können wir geradeaus? Nein, da ist eine unsichtbare Wand, die uns daran hindert. Ab hier ist nur Grubenarbeitenden gestattet. Okay. Ich habe schon mich gewundert, ob da hier irgendwas ist. Ist das alles nur Geld? Okay. Kann ich noch weiter? Nein, okay. Boah, ich habe es auch wieder mit der Sprache. Heute ist der, keine Ahnung, 28. und 29. Das ist ein Hammerwetter. Und heute ist Tanz in den Mai. Kennt ihr bestimmt vor eurer Stadt oder so. Wenn nicht, dann das ist in Bremen eine Veranstaltung, wo Jugendliche und andere Menschen sich treffen und ein bisschen Party machen. Mit Alkohol und so, aber ich bin nicht eher der Alk-Typ, eher der muskelgepackte Softie. Okay. Zurück zu Asmodeus. Warte erstmal zur Kabine. Audio. Musik komponieren. Ich will ja alles 100% hier machen. Leck mich. Ihr könnt jetzt Musik hier hören. Wenn ihr das hören wollt, sagt Bescheid. Kino, wir können uns jetzt alles hier angucken, oder? Ach, der, Bibliothek? Da sieht man unsere, also, man... Wenn ihr alles auf 100%, glaube ich, machen, dann kriegen wir was. Ökologie, viel Angeln, das kommt später. Die ganze Welt bereisen und... mit vielen Leuten sprechen. Viele Sachen kaputt machen und... Okay, mache ich dann auch. Viel Geld sammeln und... Viele Gegner besiegen und... lange Abenteuer erleben und... Okay, das will ich auch noch alles machen. Nächstes hier, wir gehen mal zu Airedale. Das da und dann Davern-Inseln. Dann Shetland, dann... Dualschiff ist sowas Neues. Aber erstmal dahin. Wir müssen noch mal gucken, was wir alles jetzt holen können. Ach ja, die Quest.
Ach komm, ich mache jetzt mal die Quests. Ich musste noch kurz was hinten gucken. Okay. Containerwettkampf. Wir suchen nach Teilnehmern für den großen jährlichen Containerwettkampf. Interessenten melden sich mit dem Wohngebiet im Ostbezirk. Okay. Der berühmte Containerwettkampf. Bitte geh zum Händler im Wohngebiet des Ostbezirks, um Näheres zu erfahren. Brauchst mir nicht zu zeigen, ich weiß, wo er ist. Containerwettbewerb? Soll ich, wer am schnellsten den Container wegbringen kann, oder was war das? Erstmal hier hoch, hier rein meine ich. Und die Typen hier ansprechen. Möchtest du einer andenken? Das ist alles bisher? Okay, wir gehen mal zu diesem komischen Rocker da oben. Vielleicht sagt er jetzt was, weil die jetzt sehr viel Musik komponiert haben. Anscheinend hast du schon einiges an Musik. Cool, Mann, super cool. Ich habe hier ein bisschen Musik für dich, bei dem du abgehen gehst. Lied drei Schwestern erhalten. Okay, krieg ich noch mehr? Ja. Okay. Ich habe drei Schwestern das Lied bekommen. Ich muss mich erinnern, dass ich das am Ende mal angucke. Oder anhöre, ja. Okay, an den Hund kommen wir, glaube ich, erst später vorbei. So und so. Wie viel Minuten habe ich eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Egal, nach das hier mache ich einen Cut und dann gucke ich mal, wie viele Minuten ich habe. Händler? Bist du gekommen, um meinen Containerwettbewerb? Ja, mache ich. Ja, aber ich weiß gar nicht genau, was das ist. Worum geht's bei diesem Wettbewerb? Ganz einfach, es geht darum, wer am schnellsten die meisten Container tragen kann. Wenn du das Zeitlimit in den drei Lagern einhältst, gewinnst du ein Preisgeld. Bei einem Superrekord bekommst du ein Bonuspreisgeld und die Chance, ein Held zu werden. Ich will das Bonus. Wenn du bereit bist, kannst du direkt zum ersten Etappe gehen. Bist du startklar? Ja, ich will das jetzt haben. Es kann losgehen. Okay, dann viel Glück. Okay, jetzt nicht nervös werden. Was zur Hölle? Und wieder ist mein Zeitrekord. Ach so, das da. Das tun ja bei dem der schnellste Containerträger ermittelt wird. Der wird der Herrscher über die Lagerhäuser von Erdel sein. Okay, ich werde das nicht schaffen. Und was soll ich jetzt mit dem machen? Die Spannung ist kaum noch anzuhalten. Fangen wir bei der Erklärung der Regeln an. Bitte richten Sie Ihren Blick auf die Container. Um die einzelnen Attacken abschließen, müssen alle Container, die Sie dort sehen. Ach so, okay. Okay, geht klar. Ja. Es gibt drei Etappen. Ziel ist die schnellstmögliche Zeit. Ja, okay. Ihr habt länger als die Zeit gebraucht gelebt, also muss. Ja, okay. Ja, hier ist er. Kommt zum allerersten Mal dabei. Rett der einsame Roboterreiter. Genau, der bin ich. Mein Groupies, hey, wie geht es dir, Rett? Bist du zuversichtlich? Fühlst du dich gut? Aber sicher doch, mich kann nichts und niemand aufhalten. Sehen sich diese Zuversicht an. Kaum zu glauben, dass er zum ersten Mal dabei ist. Gut, dann fangen wir jetzt an. Erste Etappe, los! Geschafft. In 12 Sekunden? Das war die erste Etappe, kommen wir nun zum zweiten. 4 Minuten brauche ich? 3 Minuten 30 stand da, oder? So sieht der Aufbau der zweiten Etappe aus. Ey, das ist mal richtig easy hier. Wie wird denn nun diese kniffligen... Ach. Ja, ist ja richtig knifflig. Ich warte... Ah, verdammt! Kann ich das nochmal versuchen? Oh, scheiße, tut mir leid, Leute, tut mir leid. Bitte, redet nicht so viel. Ich will das noch schnell hinbekommen. Komm, ja, ist schön. Nein, Leute, nein, nein, überspringt es einfach, überspringt es. Mädchen, sei ruhig, sonst kriegst du was in den Mund. Sei ruhig. Sei ruhig, red nicht. Lass mich jetzt verarschen, okay, sie will was unbedingt in den Mund haben.
Ja, Groupie ist normal. Ja, ist gut. Komm. Okay, viel schneller als davor, geht doch. Okay, nicht so viel schneller, aber trotzdem ein bisschen schneller ist hier. Ja. Ich bin nicht blind. Mit 1 Minute 30? Ich glaube, das 1 Minute 30. Okay, ich hab's. Ich bin so, ich schaff locker einen super Rekord hier. Das ist ganz schön anstrengend. Bitte, bitte. Och, das war